nicht mal Bock zu sprechen. Boah, genialer Sunrise. So, da sind wir wieder. Teil 2 der 5 Uhr aufsteht, 250 Liegestütze-Challenge. Und ja, die letzten 3 Tage erwarten uns jetzt. Donnerstag bin ich dann auf Fallschirmspringen gegangen, das kommt dann auch noch im Anschluss. Also bleibt bis zum Ende, dann könnt ihr noch ein paar geile Eindrücke aus der Luft kriegen. Ohne groß reden zu schwingen, würde ich sagen, ihr kennt es mittlerweile. Ich entlasse euch mal mit dem Fernseher. Und dann geht's los. Hey, ich gehe jetzt gleich pennen. Es ist jetzt Tag 5, beziehungsweise Nacht 5. Es ist Donnerstag. Nee, Montag. Es ist kurz nach 10, 7 Stunden Schlaf. Und dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und sehen wir uns morgen früh. Jo, guten Morgen. Boah, ja, heute ist wieder echt uncool. Na, dann sehen wir uns auf der Essenssuche. Alright. Okay, sehen tut mir ja eh nichts. Hört man es? Also regnet auf jeden Fall gerade noch. Was mache ich dann? Ansonsten gehe ich irgendwie rein oder so. Also, keine Ahnung. So, Brötchen mit Frischkäse, Banane. 5.36 Uhr. Muss reichen. Ein geiler Sunrise. Ja, hier bin ich jetzt gelandet, im Hinterhof. Letztendlich ist hier auch ein Baum, wo kein Regen durchkommt. Oh yeah. Na dann. Oh, fertig, 250. Träumchen. Super, ist jetzt heller geworden, hat wieder ein bisschen angefangen zu regnen. Jetzt duschen, dann schneide ich ein bisschen. Und yes! Was habe ich denn hinbekommen? So, moin. Ich habe jetzt voll durchgearbeitet im Videoschnitt und sonst was, noch anderes Zeug gemacht. Alles sehr produktiv heute. Und es ist jetzt 14 Uhr. War super geil, dass ich einfach um 6.30 Uhr schon anfangen konnte. Also Bombe, ey, dieses 5 Uhr aufstehen Ding, das ist so sick und so nice. Das hätte ich null erwartet, zu 0,0. Ich bin jetzt vor Nacht Nummer 6. Ja. Und ich gehe jetzt gleich pennen. Gut, na dann, bis morgen. Guten Morgen, 5 Uhr nach früh. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. So, 8, 9 nach 5. Ihr kennt die Prozedur. Auf geht's Essen suchen und dann geht's ans Workout. Yeah. So, heute habe ich mich dafür entschieden, mal in den Garten zu gehen. Kurz nach 5:30 ist es jetzt. Und ja. Boah, genialer Sunrise. Sick. So, ich sitze direkt vor dem geilen Sunrise. Ich bin jetzt fertig mit Training. Und morgen ist der letzte Tag, heute ist der vorletzte, heute ist Mittwoch. Und morgen ist eine Woche rum. Letztendlich ziehe ich echt viel Positives aus der Challenge, das kann ich jetzt schon sagen. Bis zum nächsten Mal. So. Ich bin jetzt gleich, es ist 10:30 Uhr, ich habe jetzt noch ein bisschen Fußball geschaut mit einem Kumpel. Bayern gegen Lyon und 2-0 für Bayern, ich habe jetzt bei der 70. Minute aufgehört, um jetzt schlafen zu gehen. Letzte Nacht, ey geil, so schnell geht eine Woche um. Morgen geht's Skydiven, das wird schön, da werde ich auch ein bisschen was aufnehmen. Bis dann.
nicht mal Bock zu sprechen. Das ist Punkt 5. Es wird wieder anders hart. Das letzte Mal, Halleluja. Wie kann man das nur täglich machen? Holy damn. Oh. Verrückt. So, ich habe jetzt einen Spot gefunden. Ich bin auf jeden Fall sehr wach. Ist jetzt halb und mir geht schon echt gut. Auf geht's. Ja, man kann es echt gut erkennen. Ja, really sieht das echt nochmal viel pinker aus. Auch schon echt super nice so. Ding. So, ich bin jetzt fertig. 52 Liegestütze. Ich habe ein bisschen die Location gewechselt. Ja, geil. Damit habe ich es geschafft. Ende. Super cool, was soll ich sagen? Da sehen wir uns beim Fazit und beim Ende. Alright. So, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Fair-Berlin. Ich bin komplett hyped. In einer Stunde geht die erste Maschine, deswegen hoffe ich dann da zu sein. Alter, meine Haare, das ist abnormales Langlevel. Also ich muss echt schnell zum Friseur. Geht der gar nicht fit. Da steht die Karre. Und los geht's. Ich bin so mega hyped. Das wird so geil. Holy shit. Bis dann. So, angekommen am Flugplatz. Ey, super nicer Himmel. Kann man den sehen? Boah, Killer, Alter. Ich bin auf jeden Fall mega hyped. Jo, ich würde sagen, dann sehen wir uns im Flugzeug. Bis dann. Alter, ist das anstrengend. Es ist super warm. Ich bin jetzt gerade oben. Drei Sprünge haben wir schon gemacht. Jetzt gehen wir gleich was essen. Ich habe super Hunger. Und ja, die Videos, denke ich, werde ich ein paar Einschnitte von eingespielt haben. Alles super top. Heute ist der letzte Tag davon. Morgen muss ich nicht mal 5 Uhr aufstehen. Das ist einfach Traum. Aber ich muss schon sagen, das ist echt cool, war. Also mega interessant. Bis zum nächsten. Ah nee, ist ja so gut wie Ende. Na dann, ich weiß nicht, ob ich an der Stelle beenden werde. Wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich noch ein Ende des Tages machen und noch ein Fazit. Und dann sehen wir uns am Ende des Tages. So, der Tag in der Dropzone ist vorbei. Ich mache mich jetzt mit Eddie wieder auf den Weg nach Hause. Vielleicht sehen wir uns nochmal, vielleicht nicht. Bis dann. So, ich bin wieder zu Hause und ich beende jetzt an dieser Stelle das Video. Ich habe mega Hunger, bin mega hungrig, war mega nice, also... Tja, Mensch, so schnell kann es gehen, ist die Folge auch wieder vorbei. Extrem nice, 5 Uhr aufzustehen, am Anfang super schwer, auch die letzten Tage noch super schwer, hat man gesehen, beim ersten Mal aufstehen diese Folge. Man kann einfach viel produktiver sein und von daher, Drops gehen raus, war mega nice. Haut auf jeden Fall noch weitere Challenge-Vorschläge in die Kommentare. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch auch gerne noch den ersten Teil anschauen. Und ansonsten kommt in 2 Wochen wieder ein Video, worum es in dem nächsten Video geht. Lasst euch überraschen, folgt doch gerne auf Instagram. Falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like geben und auch diesen Kanal abonnieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Es ist halt mega, mega cool, die Challenge zu machen. Die habe ich mir selbst geschickt. Alter, was ist denn da?